Morelektronik wurde im Jahre 1975 gegründet. Wir durften letztes Jahr unser 40-jähriges Firmenjubiläum feiern. Wir sind heute ein familiengeführtes Unternehmen, das weltweit an 26 Standorten mit über 2000 Mitarbeitern tätig ist. Wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt, auch im asiatischen Markt. Wir bewegen uns in unterschiedlichen Feldern. Wir haben zum einen die Abteilung der Powerversorgung. Dann haben wir einen großen Bereich der Connectivity. Dort beschäftigen wir uns mit der Verbindung zwischen Aktoren, Sensoren und dem Schaltschrank. Alles, was in der Maschine notwendig ist, um die Maschine zu installieren. Und dort wollen wir auch den Kunden es möglichst einfach machen, auch nach unserem Firmenmotto, gesteckt, was sonst. Und dann im dritten Feld sind wir unterwegs im Bereich der Automatisierungstechnik. Dort entwickeln und bieten wir Remote-IO-Systeme sowohl für den Schaltschrank als auch für das Feld. Wir haben entschieden, ein CC-Link Gateway als erstes Produkt für CC-Link bei der Moelektronik einzuführen, weil wir die Möglichkeit haben, mit diesem Produkt unser komplettes MASI-Installationssystem als komplette Lösung für den IP67-Bereich anzubieten und auch dort dem Kunden eine Lösung zu bieten, wie er ohne Schaltschrank, also Zero Cabinet, Maschinen installieren kann. Diese Mitgliedschaft zu erwerben bei der CLPA, das wurde uns sehr einfach gestaltet und auch die Zertifizierung. Bei allen Fragen rund um die Zertifizierung bekamen wir immer schnell kompetente Antworten zu unseren Fragen. Ich glaube, die Zusammenarbeit hat sehr gut angefangen mit der Einführung des Gateways und ich denke, wir werden die in den nächsten Jahren ausbauen über weitere Kontakte, Marketingmaßnahmen, Informationen einfach auch zu übernehmen über die Marktkenntnisse, die die CLPA im asiatischen Markt hat, um dort auch unsere Marketingaktivitäten abzustimmen oder entsprechende Marketingmaßnahmen abzuleiten, um dort effizient neue Kunden in diesem Bereich auch mit unserem Produkt jetzt gewinnen zu können.